herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr dürft euch jetzt gerne fragen, warum das Video unter dem Titel Impulskauf steht. Ich möchte über Händel sprechen und auch wenn ihr jetzt Hunger habt und vielleicht an das Händel auf dem Spieß im Imbisswagen vom Supermarkt denkt, darum soll es heute nicht gehen. Denn ich hatte die Gelegenheit, mir ein paar gebrauchte Mono-Endstufen von Lindenberg zu leihen. Georg Friedrich Händel heißen die. Das scheint eine relativ frühe Version gewesen zu sein und die aktuelle Version ist mit 100 Watt Leistung in 8 Ohm angegeben und die verdoppelt sich dann jeweils in 4 und 2 Ohm bis auf 400 Watt. Die Tatsache spricht dafür, dass das hier, dass wir es hier mit einer bombenstabilen Stromversorgung zu tun haben, in diesem Fall aus Schaltnetzteilen. Der Verstärkungsfaktor liegt bei, oder die Verstärkung liegt bei 28,9 dB und der Dämpfungsfaktor liegt bei 400. Wenn ihr die Mono-Endstufen an eure Vorstufe anschließen möchtet, dann müsst ihr das über XLR tun, denn die Lindenbergs verfügen über keine Cinch-Eingänge. Was daran liegt, dass laut Handbuch der Lindenbergs XLR klanglich überlegen ist. Das ist ja schön, wenn jetzt XLR klanglich überlegen ist, aber die Frage ist natürlich, wie klingen die Endstufen? Und das wollen wir jetzt mal beantworten. Starten wir mit etwas Metal, und zwar mit dem Album Nightfall in Middle-Earth der Band Blind Guardian. Das ist eine deutsche Power-Metal-Band, die für ihre epischen, bombastischen Melodien und ihre literarisch inspirierten Texte und auch ausgefeilte Harmonien bekannt ist. Sie gelten als Pioniere des Fantasy-Metal und haben eine treue Anhängerschaft weltweit. Und ich bin schuldig, ich besitze eine Schallplatte ohne einen dazugehörigen Schallplattenspieler. Und ich möchte hier auf das Stück Mirror Mirror als erstes eingehen. Das erzählt die Geschichte vom Bau der Stadt Gondolin durch den Elben Turgon mit der Unterstützung von Ulmo, dem Herrn des Wassers. Und gerade in den Trommelschlägen, da ist ein Hall vorhanden, der von den Lindenbergs wirklich unglaublich toll gezeichnet wird. Und auch die Lead-Gitarre, die kommt mit einer Klarheit herüber, dass es für die Metal-Anhänger nur so eine Freude ist. Was mich aber ganz besonders fasziniert hat, waren diese deutlich wahrnehmbaren einzelnen Schlagzeuganschläge. Die Auflösung der Händels ist wirklich fantastisch und wenn ihr Metal mögt, wisst ihr, was ich meine. Die Musik ist tendenziell sehr komplex, es passiert sehr viel und da muss die Anlage schon eine wirklich hohe Auflösung bieten, um das Ganze nicht zu einem einzigen Klangmatsch werden zu lassen. Und hört euch das Stück gerne mal an, auch wenn ihr Metal vielleicht nicht so mögt. Ab 1 Minute 37, gerade das Zwischenspiel, und achte da mal auf das Schlagzeug, dieses da-da-da-dam. Die Kontrolle der Händels ist unglaublich gut und gerade diese Impulstreue, das macht einen Riesenspaß. Und bei ungefähr 2 Minuten geht es dann wieder rund und auch da bleiben alle Details erhalten. Die Händel bleibt komplett souverän und zeichnet dieses Stück und alles, was auf dem Stück drauf ist, wirklich problemlos und es macht Freude, dazu zu hören. Oder nehmen wir den Titel Noldor auf dem gleichen Album, der etwas sanfter ist. Und der erzählt die Geschichte von der Armee der Elben von Noldor und Mandos Prophezeiung über ihren Untergang. Und im Hintergrund kommt der Gesang der Band wirklich von überall her, fast übermächtig. Und Hansi, der Leadsänger der Band, der steht messerscharf gezeichnet, zentral auf der Mitte der Bühne. Wenn er dann dabei 1 Minute 3 singt, Can't escape from my damnation, nor run away from isolation. Diese Stimme klingt wirklich klasse, unglaublich echt. So wie man das erwartet, wenn man die Jungs auch schon mal live gesehen hat, was ich, wenn ihr diesen Musikstil möchtet, euch wärmstens ans Herz legen möchte. Und auch in diesem Stück ist gerade die Räumlichkeit im Schlagzeug wirklich ein Fest. Wechseln wir jetzt das Genre mal zu etwas vielleicht modernerem und gehen zur Band Glass Animals. Das ist eine britische Indie-Rock-Band, die für ihren einzigartigen Sound der Elemente von Psychedelic-Pop, Trip-Hop und elektronischer Musik kombiniert bekannt ist. Ihre Lieder sind oft atmosphärisch, aber auch träumerisch mit eingängigen Melodien und doch unkonventionellen Rhythmen. Und da möchte ich auf das Album Saba eingehen und dort speziell den Titel Black Mambo. Black Mambo ist die erste Single des Albums und war ursprünglich eigentlich als Crystal Meth betitelt
und ist durch die Serie Breaking Bad inspiriert. Es war zunächst eigentlich nicht fürs Album gedacht, passte aber zu dieser dunklen und geheimnisvollen Atmosphäre des Albums hervorragend und ich kann dem Ganzen wirklich nur zustimmen, ich mag den Titel ausgesprochen gerne. Und das Lied schildert irgendwie witzig eine Konfrontation zwischen einem Maulwurf und einem Faultier, wobei das Faultier versucht, den Maulwurf zum Glücksspiel zu verleiten, der Maulwurf aber sich durch die Tricks des Faultiers nicht einlullen lässt und zum Schluss obsiegt. Und auch hier wieder die Basstrommel, gerade in diesem super markanten Intro, und das würde ich euch wärmstens ans Herz legen, euch auch mal anzuhören, diese Zeichnung in Basstrommeln, die ist einfach phänomenal. Und ich muss sagen, da sind mir Details aufgefallen, die ich bisher so nicht wahrgenommen habe. Und wenn man das Stück dann mit anderen Endstufen oder auf einem anderen Verstärker hört, dann sind die Details schon da, aber die Lindenbergs schaffen das, das irgendwie präsenter zu machen. Oder bei ungefähr einer Minute, wenn das Intro dann langsam endet, dieser langgezogene Bass, der bewegt sich toll im Raum. Das macht wirklich Spaß. Und auch die Räumlichkeit, ganz klar auch eine Stärke von so meiner Wahrnehmung Mono-Endstufen. Das ist ein Fest, ne? Die gezupften Streicher, die dann rechts stehen, und die elektronischen Schlaginstrumente stehen links auf der Bühne und der Sänger wieder genau da, wo er hingehört, in die Mitte. Was aber auch wichtig zu erwähnen ist, die hängen jetzt nicht hier rechts und links irgendwie auf dem Lautsprecher, die Instrumente, sondern die sind wunderbar gelöst davon. Also das ist sehr transparent. Man hat nicht das Gefühl, dass der Klang aus dem Lautsprecher kommt, sondern es ist wirklich eine sehr homogene Bühne, die da gezeichnet wird. Wechseln wir nochmal das Genre und gehen zur Klassik. Eigentlich müssten wir jetzt Händel hören, zum Beispiel Hec est Regina Virginium, beispielsweise gesungen von Anne-Sophie Otter. Tolle Atmosphäre in dem Stück, aber das ist nicht meins und da könnte ich euch nicht authentisch von meiner Begeisterung berichten. Also gehen wir lieber zu Schubert und da Schuberts Unvollendete und gerade dem Allegro Moderato, dem ersten Stück. Kleine Anekdote, das habe ich selbst mal im Schulorchester gespielt. Ich glaube, in der zweiten Geige, ist jetzt doch auch schon ein paar Tage her. Aber vielleicht, weil ich das selbst mal auch selbst mitgespielt habe, liebe ich dieses Stück sehr. Für diese Zwecke wollen wir es aber vielleicht doch mal noch einen Tacken high-endiger angehen und lassen dann lieber das Chicago Symphony Orchestra ran als mein altes Schulorchester. Jetzt natürlich die Frage, wie kommt denn Händel mit Schubert klar? Und auch das meistern die beiden Monos wirklich mit Bravour. Bei klassischer Musik, gerade bei großen Orchestern, ist es ja extrem wichtig, zumindest für mich, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man als Zuhörer vor diesem Orchester sitzt, und das machen die mit Bravour. Ne? Die Ortbarkeit ist super. Ganz links die erste Geige, dann kommt die zweite Geige, die Bläser dann eher auf der rechten Seite, die Oboe rechts hinten, die Waldbläser und die Pauken sind da, wo sie hingehören. Und auch das Horn steht dann wirklich toll auf der rechten Seite. Und da gibt es ja einige Crescendos, wo es dann wirklich auch kräftig zur Sache geht, und das haut voll rein, wenn die Pauken dann schlagen. Da kommen Impulse, das ist der absolute Wahnsinn. Die Kontrolle, die Händels da über meine Piegas, die durchaus Bass darstellen können, wenn sie vom Verstärker das kriegen, was sie brauchen, das ist perfekt. Also die Händels machen da einen wirklich tollen Job. Was mir aber auch extrem gut gefällt in dem Stück, und auch da, vielleicht auch wenn ihr gar nicht so einen großen Zugang zu Klassik habt, fangt mal mit dem Stück an. Und da gibt es einen ganz tollen Dialog. Da spielen Celli ganz seidig und sanft. Das machen die Händels wirklich toll. Und die treten dann in den Dialog mit den Geigen, die gegenseitig die Melodie aufnehmen. Das macht extrem viel Spaß und dann ab 2 Minuten geht es wieder richtig heftig zur Sache. Hört das Stück auch durchaus bis zum Schluss an. Da gibt es wirklich einige Details zu entdecken. Eins will ich noch erwähnen, gerade bei 3 Minuten 45, gerade bei 3 Minuten 45 kommen dann die Kontrabässe mit dazu und da ist eine Macht und eine Kraft in dem Stück. Zumindest mal in der Kombination der Lindenberg-Händel mit meinen Piegas. Ein Fest. Und wenn man auf das Preisschild der Händels schaut, dann kann es einem fiebrig werden. Von daher ist vielleicht auch das letzte Stück, über das ich berichten möchte, ganz passend. Nehmen wir Peter Fox und da das Stück Fieber. Und das wirkt
riesig. Ja, das ist eine riesige Bühne, die sich da vor einem aufbaut und auch relativ weit hoch, was einen beeindruckt, wenn man davor sitzt. Und auch da wieder ein ganz toller Bühnenaufbau. Die Streicher links, auch die Kastagnetten, die dann spielen, die Harfe ist rechts, die Trommeln messerscharf in der Mitte. Und was einem da besonders auffällt, ist auch wieder die Zeichnung, diese Schläge auf der Trommel, die unglaublich präzise, unglaublich konturiert rüberkommen. Aber da ganz klar das Highlight für mich zum Schluss ist das Ausschwingen der Klavierseite, ja, dieser letzte Anschlag, der gespielt wird und der dann wunderbar gehalten wird, wo die Saite ausschwingen darf. Wahnsinn. Also die Details, die Lindenbergs da in der Lage sind zu zeichnen. Ich bin wirklich begeistert. Ich möchte jetzt aber auch hier zum Schluss kommen. Und was ich zusammenfassend sagen kann, ist, wo man hinhört, sind Details da. Die Kontrolle über den Lautsprecher ist wirklich hervorragend. Sie ist vielleicht einen Tacken schwächer als bei der T&A M200. Das wird aber wirklich aufgewogen von den Impulsen, die absolut Weltklasse sind. Sowas habe ich noch nicht gehört. Was wahrscheinlich daran liegt, die haben eine Slew Rate oder eine Anstiegsgeschwindigkeit von der deutsche Distributor von über 100 Volt pro Mikrosekunde und das ist unglaublich schnell. Zusammenfassend kann ich also sagen, die Basskontrolle ist wirklich hervorragend, aber unglaublich weich und warm und damit vielleicht doch auch einen Tacken besser, als das die T&A M200 Monos gemacht haben. Darf man, glaube ich, aber bei Pi mal Daumen 3,5-fachen Preis, wenn wir von dem Listenpreis ausgehen, auch durchaus erwarten. Bei den Handles ist wirklich nichts schwammig. Das ist sehr kontrolliert. Und wo die Lindenbergs die T&As um Welten schlagen, ist bei den Impulsen. Die Impulse kommen phänomenal gut. Die Dinger sind wahnsinnig schnell. Und das hilft gerade bei großen Orchestern, aber auch bei Metal, wo man ja eine schöne Zeichnung haben möchte. Und so passiert es dann, dass mir auch Metal auf der Anlage wieder richtig Spaß macht, was offen gestanden, gerade auch mit dem Macintosh in Kombination mit dem Pegas nicht so sehr der Fall war. Die sind einfach unglaublich schnell und die zeichnen extrem viele Details und da ist nichts mehr matschig und die Bühne ist toll. Alles klingt extrem natürlich. Ich habe die natürlich auch meiner Frau gezeigt und ich kann euch sagen, die hätte sie direkt gekauft. Die war unglaublich begeistert. Für mich war eine Sache, die mich davon abhält, sie zu kaufen. Das ist aber bitte kein negativer Punkt für die Handles, sondern einfach eine Frage der Synergie der Komponenten. Und ich glaube, die Bändchen der Piega sind extrem schnell, ne? Mittel- und Hochton. Und ich glaube, dass diese Kombination aus den extrem schnellen, diesen extrem impulswilligen Handles mit den Bändchen zu viel des Guten ist. Denn was nicht war, ist, dass ich sie ermüdungsfrei habe hören können. Dass ich mich da jetzt 2 Stunden hingesetzt habe und ganz gemütlich und entspannt gehört habe. Dafür waren es fast zu viele, zu präzise Details. Und das kann für euch in eurem Geschmack ganz anders sein. Für mich war es das, was mich dann hat zögern lassen. Und ich war kurz davor, sie da zu behalten, weil sie mir extrem gut gefallen. Das heißt, bitte, wenn ihr in der Preisliga, und wir reden hier von Neupreis, glaube ich, knapp unter 30.000 Euro für das Paar, wenn ihr in der Preisliga Mono-Endstufen kaufen wollt, schaut sie euch an. Die sind unglaublich gut. Und ja, probiert's aus. Die Dinger sind wirklich, wirklich gut. Ich war kurz davor, allerdings dann für ein gebrauchtes Modell. 30.000 Euro hatte ich jetzt nicht zur Verfügung. Aber war kurz davor zuzuschlagen, weil sie mir ausgesprochen gut gefallen haben. Und ich wollte eigentlich deutlich mehr noch anhören. Werde ich jetzt natürlich auch, weil ich sie nicht gekauft habe. Aber das war eine taffe Entscheidung. Ich habe sie sehr ungern wieder abgegeben. Die Dinger sind echt irre gut. Schaut sie euch an. Und damit möchte ich dann dem Andreas Rackwitz Danke sagen von Der perfekte Klang in Dudenhofen, der so freundlich ist, mir dann auch so wertvolles Gut, auch wenn es gebrauchte Stücke sind, dann mal auszuleihen zum Probieren. Wenn ihr hier aus der Gegend kommt oder auch von weiter weg,
Schaut euch mal Der perfekte Klang an. Das ist ein toller Händler, der hat richtig Ahnung. Der macht auch wirklich tolle Events. Ich werde wieder entsprechend informieren, wenn es soweit ist. Von daher danke, aber auch danke an den Björn Kreiwanger von Blend Audio, ist glaube ich die Firma. Der ist der Distributor. Der hat mir auch noch einige Infos zu den Lindenbergs im Hintergrund gegeben. Und da muss ich sagen, wirklich toll, dass man da so mit Informationen versorgt wird. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Musikhören und bis zum nächsten Mal. Danke euch.